Hallo aus Köln, hier ist die Petra von Krempel dich bunt und heute habe ich dir mal eine Technik mitgebracht. Und zwar habe ich mir hier schon was vorbereitet. Ein Stück Aquarellpapier ist das. Das habe ich bestempelt mit dem Schmetterling. Der kommt aus dem Stempelset Wunderbarer Tag und das ist ja zum Kolorieren gemacht, natürlich mit den relativ großen Flächen. Ich habe da gleich auch jede Menge Beispiele nochmal mitgebracht. Und ich habe das vor einer Weile gesehen bei Jennifer Maguire und die Idee fand ich so cool, dass ich die unbedingt mal ausprobieren musste. Und zwar hat sie mit Markern Aquarelltechnik gemacht. Das habe ich vorher noch überhaupt nicht gesehen. Irgendwie, ja, eigentlich macht es Sinn, dass man das machen kann. Aber also, ich habe da nicht so drüber nachgedacht, dass das geht. Habe das dann bei Jennifer Maguire gesehen und fand das so toll, dass ich das eben selber ausprobiert habe. Und mir hat das gut gefallen und deswegen möchte ich dir gerne zeigen, wie du das machen kannst. Ich habe, wie gesagt, Aquarellpapier genommen und habe das mit der Archivtinte gestempelt, damit die jetzt wenn ich mit Wasser rangehe, nicht verläuft. Und jetzt nehme ich mir einfach unsere Stampin' Write Marker. Ich habe mir mal so ein paar bunte, also leuchtende Farben aus dem Regenbogenspektrum ausgesucht. Und nun mache ich hier in so einer Fläche einfach mal einen Strich mit dem Marker. Gehe da einmal drüber und dann gehe ich mit dem Wassertankpinsel hinterher und du siehst, die Farbe wird gelöst und dann kann ich die in der Fläche verteilen. Und nach außen hin wird sie dann eben heller und hier, wo ich gemalt habe, da ist sie dann eben leuchtend und dunkler. Und Jennifer Maguire hat das Ganze so unter diesem Titel Stained Glass Technik laufen lassen, also so ein bisschen wie so bunte Glasfenster. Sie hat das mit verschiedenen Markern ausprobiert und ich mache das jetzt hier einfach auch nochmal so mit unterschiedlichen Farben. Zeigt dir das nochmal. Wichtig ist, dass man das Fläche für Fläche macht, denn die Marker ziehen natürlich irgendwann ins Papier ein und dann kann man sie nicht mehr lösen. Und eine charakteristische Sache bei der Technik ist eben, dass an der Stelle, wo man mit dem Marker gemalt hat, die Farbe eben sehr kräftig ist. Und dann verläuft sie relativ schnell im Verlauf der Fläche. Das hängt auch ein bisschen von der Farbe ab, die man benutzt. Das ist bei den verschiedenen Farben unterschiedlich. Wenn man jetzt merkt, eine Farbe gibt sehr schnell, wird sehr schnell sehr blass, dann kann man natürlich einfach auch eine größere Fläche bemalen. Es muss ja nicht immer nur ein Streifen sein. Und ja, man hat dann also an der Stelle, wo man mit dem Stift gemalt hat, hat man diesen farbigen Streifen. Das soll bei der Technik auch so sein. Der verschwindet also nicht ganz. Und insgesamt erreicht man damit aber sehr einfach und sehr schnell sehr leuchtende Farben. Das ist das, was mir gut daran gefällt. Machen wir das nochmal gelb. Und ich habe das dann mal ausprobiert, die gleichen Motive nochmal mit den Aquarell-Buntstiften und auch mit den Stampin' Blends. Und da kann ich dir gleich die Ergebnisse mal zeigen. Jetzt mache ich hier mal das nochmal in Wassermelone und dann höre ich auch auf. Das ist ja, wenn man mal so einmal anfängt, könnte man ja malen und malen. Geht dir das auch so? Aber ich glaube, jetzt hast du ausreichend gesehen, wie das funktioniert. Ist also wirklich ganz einfach. Und jetzt zeige ich dir mal die Beispiele, die ich dazu gemacht habe. Und ich fange mal mit den Stampin' Blends an. Das sind ja die Alkoholmarker. Und damit habe ich auch zwei Schmetterlinge gemacht. Einmal mit so ein bisschen leichteren Farben. Ja, ich kann ja gar nicht die einzelnen, das war rosa und da habe ich aber auch noch irgendeinen anderen Ton rein geblendet. Also ich weiß es schon gar nicht mehr. Hier sind natürlich die Übergänge total schön, ist ja das Charakteristikum der Alkoholmarker, dass man eben einfach diese Übergänge so machen kann, in dem Gelb auch. Und das Ganze habe ich dann nochmal gemacht in etwas kräftigeren Farben und hier habe ich hinterher mit dem Colorless Blender nochmal so kleine Punkte reingemalt. Und der nimmt ja die Farbe wieder so ein bisschen raus. Das heißt, da kann man im Nachhinein immer noch dann auch so ein Muster zufügen.
So sieht es dann auf jeden Fall aus oder so kann das aussehen, wenn man das mit den Stampin' Blends koloriert. Und dann mal das Beispiel mit den Aquarellstiften. Da waren die ersten Versuche, die ich gemacht habe, ein bisschen blasser. Da habe ich die Rosen koloriert zweimal. Und das ist bei Aquarellstiften ja auch eher so, dass die Farben eher nicht so leuchtend werden, sondern ein, ja, hängt natürlich davon ab, wie viel Farbe man nimmt, wie viel Wasser, das ist klar. Man kann es auch dunkler machen und dass man auch eher noch so leichte Striche sieht. Die sieht man jetzt hier bei diesen zarteren Tönen nicht, weil ich damit nur sehr leicht über das Papier gegangen bin. Ich habe das Ganze dann mal versucht, auch ein bisschen kräftiger zu gestalten, um da eben so ein ähnliches Bild zu erreichen wie mit den Stampin' Bright Markern. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich die richtigen Bezeichnungen sage. Hier habe ich es also ein bisschen kräftiger mit den Aquarellstiften. Das ist auch mit den Aquarellstiften gemacht. Und hier siehst du dann auch, dass man noch die Striche sieht, die ich gemalt habe. Also gerade hier bei dem Blau zum Beispiel kann man das gut erkennen, wo ich da mit dem Strich, mit dem Stift gewesen bin. Also das geht auf jeden Fall auch kräftiger, aber man hat dann eben ein bisschen eine andere Struktur. Das habe ich auch mit den Aquarellstiften gemalt. Und jetzt kommen die Beispiele mit den Stampin' Right Markern. Also genau das, was ich dir gerade gezeigt habe. Da habe ich hier auch nochmal einen Schmetterling. Und ja, die sind insgesamt, finde ich, schon noch ein Ticken leuchtender. Hier hat man eben, siehst du auch natürlich, wo ich den Stift angesetzt habe, wo ich gemalt habe, von wo die Farbe kommt. Hier nochmal in anderen Farben, aber ich finde es halt ja super leuchtend, das gefällt mir richtig gut und man hat schon so diese Aquarelloptik, aber eben mit ein bisschen mehr Farbintensität. Hier habe ich nochmal eine Rose gemacht, hier finde ich auch den Hintergrund besonders schön, das habe ich auch einfach mit dem Stampin' Right Marker in Türkis, habe ich immer so einen kleinen Strich gemacht, ein paar Zentimeter, habe das dann eben, wie ich dir das gerade gezeigt habe, mit dem Wasser verwischt und dann hat das diesen Hintergrund ergeben. Die Rose habe ich in verschiedenen Farben koloriert. Hier nochmal, ich glaube, nur in Rosenrot. Ja, das ist also nochmal so eine Idee. Nochmal eine andere Verwendung vielleicht für die Stampin' Right Marker, um damit auch so einen Aquarell-Look herzustellen. Ich hoffe, dir gefällt die Idee. Diesmal also gar kein gebasteltes Projekt. Ich habe ja die Karten hier dann eben schon fertig gemacht. Sind ja ganz einfach dann aufeinander geklebt. Heute ging es mir mehr eben um diese Idee. Ich hoffe, du hast Spaß daran, dir gefällt das. Vielleicht probierst du das auch mal aus mit den Markern. Wichtig dabei ist halt, damit das funktioniert, das dürfen halt jetzt zum Beispiel nicht die Stampin' Blends sein. Das sind ja Alkoholmarker, die lassen sich mit Wasser also nicht vermalen, sondern das müssen wasserbasierte Marker sein. Und dann wünsche ich dir ganz viel Spaß damit und freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen. Bis dahin, tschüss!